Hallo zusammen, heute gibt es eine Tessiner Spezialität, die heißt Busecca, eine Kuttelsuppe. Dazu schneiden wir Kartoffeln in feine Scheibchen, Karotten, Lauch, Sellerie und Wirz. Dann schneiden wir Datteltomaten in Würfelchen. Dann haben wir Bolotti-Bohnen im Wasser eingeweicht. Ungeräucherten Speck gekauft. Diesen Speck schneiden wir lardons. Das riecht so gut. Schneiden feine Streifen. Schalten wir den Herd auf die höchste Stufe, nehmen eine große Suppenpfanne. Auch wenn immer nur ein bisschen Gemüse ist, am Schluss gibt es eine richtige Quantität. Nehmen wir mal ein schönes Stück Butter, bringen dies zum Schmelzen. Wir den Speck und die Tomaten zuerst rein und waschen die Kutteln sehr gut aus. Geben Sie dazu. Das Ganze. Gemüse dazu. Dann geben wir reichlich Knoblauch dazu. Sehr wichtig viel Knoblauch. Dann geben wir die Bolotti-Bohnen dazu. Und Krümel.
der Mühle. Dann schalten wir mal ein paar Gänge runter auf 4. Und löschen mit einem Pinot Grigio ab. Pinot Grigio, Weißwein. Grauburgunder. Dann geben wir passierte Tomaten dazu. Selbst passiert oder gekaufte, ist egal. Die selbst passierten schmecken ein bisschen besser. Und Rindsbouillon. So. Dann lassen wir das mindestens eine halbe Stunde köcheln. Nun fügen wir nach ca. 20 Minuten Kochzeit den Basilikum dazu. So. Wenn die Bohnen 3/4 weich sind, machen wir die Kartoffeln rein. Und kochen nochmal 20 Minuten. So, zum Schluss kommt ein bisschen Rosmarinpulver rein. Dann gehört dazu natürlich das Tessiner Brot. Fertig ist die Suppe. Die Bousecca. Dann wird das mit Käse serviert. Sehr wichtig. Ich habe jetzt Spriens genommen, aber wenn man kann, wäre natürlich schön ein Tessiner Bergkäse gerieben, zum Beispiel vom Wallbetreter. Guten Appetit! Finito!